Hey Leute, dann lasst uns mal Diddy's Conquest spielen. Ich bin Jenny, laber euch die Ohren voll und hoffe, dass ich euch nicht damit auf den Keks gehe. Ist mein erstes Let's Play. Mal gucken, wie es wird. Normalerweise bin ich Konsolenspielerin, aber das sollte schon irgendwie klappen. Ich habe auch einen Controller. Ja, von der Sprache her haben wir jetzt nicht viel Auswahl, aber ich glaube, Englisch dürfte es tun. Ich glaube jetzt nicht, dass ich euch viel übersetzen muss bei Donkey Kong Country mit dieser geilen Story. Donkey Kong wird entführt! Ausnahmsweise mal nicht Peach. Ja, also normalerweise bin ich eigentlich ziemlich gut in dem Spiel. Ist jetzt aber schon lange her, dass ich es gespielt habe beim letzten Mal. Außerdem habe ich es auf dem Super Nintendo gespielt und nicht auf dem Computer. Aber trotzdem dürfte es eigentlich klappen. Ah, an dieser Stelle kann man auch einen coolen Trick anwenden. Und zwar, wenn man keinen Bock drauf hat, alle Bonus-Level und Bonus-Münzen zu finden, dann kann man eben mit diesem Trick alle Münzen in der Kajüte bekommen. Aber das machen wir nicht, weil zum einen wollen vielleicht einige Spieler selbst rausfinden, wo alles ist. Und dann kann das Video helfen. Und zum anderen sind wir keine Weicheier. Wer Donkey Kong Country schon mal gespielt hat, weiß, dass es gar nicht einfach ist, alles zu finden. Und der eine oder andere hat bestimmt schon ein bisschen gemogelt. Sich ein bisschen gespoilert oder sowas. Mehr Spaß macht es halt, wenn man alles wirklich alleine findet. Das habe ich damals bis zum Erbrechen gespielt. Boah, ich werde das nicht vergessen. Ach ja, die guten alten Zeiten. So schön einfach. Aber es wird später noch viel schwerer. Gerade die Leute, die fällen. Oh, scheiße! Okay, habe ich nicht gerade gesagt, es wäre einfach, ne? Oh, was für eine Ironie. Also später wird das noch abgefuckt schwer, das Spiel. Ich denke, die Fans, die werden das wissen. So, und das war jetzt die größte Blamage. Das war die blöde Scheißvieh. Ach, bumst nicht so eine Ratte, ey. Ich bin ein ganz schlechtes Vorbild. Oh Gott, den zweiten Bonus-Level verkackt. Okay. So, dann sind wir schon fast da. So, die ist ja super leicht zu finden. Ich werde wirklich schauen, dass ich alle Bonus-Level habe und alle Donkey Kong-Münzen. Ey, Digga! Damals fand ich das noch cool. Tja. Ja, ja. Ach Mann, wäre Donkey Kong Country Returns so geil gewesen wie diese Spiele. Naja, es war gut, aber trotzdem habe ich ein bisschen mehr erwartet. So schön einfach am Anfang. So, und jetzt kacke ich wieder ab. Das hat auch immer so einen Spaß gemacht, alles zu finden. Also alle Münzen zu finden, alle Geheimnisse zu entdecken. Das fand ich immer cool. Ich mach's mal nach guter alter cranky Manier. Ach, ich brauche nur ein Leben. Schön wär's. Leck. Hallo? Man fühlt sich sofort in die Zeit zurückversetzt. Ich habe ja wirklich jedes Lied davon. Achso, ich habe übrigens auch ein Bramble Blast Cover gemacht. Werbung, Schleichwerbung. Ah. Oh. Na, komm schon. Ah, es wäre wahrscheinlich leichter gewesen, wenn ich es von der Seite geschmissen hätte. Aber warum leicht, wenn es auch schwer geht? Hier nicht noch was? Ah! Ja, da ist wichtig, dass man beide hat, weil sonst kann man die nicht hochgepackt tragen und zum Bonuslevel schleudern. Oh, ich bin so doof. Also ich merke schon, es ist blöder zu steuern. Irgendwas stimmt beim Joypad nicht. Total blöd kalibriert.
ist das Schöne, wenn man keine Erfahrung hat, man kann es immer auf den Joypad schieben. Controller. Ah, das sag ich immer. Ich glaube, ich mache einen Break nach 10 Minuten. Das sollte reichen. Na, auf Cranky verzichte ich mal. Tipps brauche ich sowieso keine. Ich bin ja so gut. Ich weiß, Eigenlob stinkt. Bei Cranky kann man ja Tipps kaufen gegen Bananenmünzen, aber das brauchen wir ja sowieso nicht. Was halt echt doof war bei Country Returns, man konnte sich so aufpowern mit dem ganzen Geld und das wurde mir hinterhergeschmissen. Das war so übertrieben. Ich glaube, es gibt 75 oder 85 Münzen, ich weiß es gar nicht mehr. Und 40 von den Donkey Kong Münzen. Oder 41, keine Ahnung. Und da ist die erste direkt am Anfang. Also die dritte, Entschuldigung. Die sind später ja auch so abartig versteckt. Also wenn man da nicht weiß, da, ich glaube, da ist es wirklich sinnvoll, den Tipp von Cranky zu kaufen. Oh nein! Das war so klar. Direkt davor. Ich glaube, da oben war nichts Besonderes. Hoffen wir jetzt einfach mal. Wuhu! Fuck! Achso, nicht wundern, ich fluche ganz gern. Ja. Wir nennen es mal emotional spielen. Oh, das war gestylt. Nein! Okay, alles gut. Oh, nerv nicht. So, jetzt muss ich ganz schnell sein. Sonst kann ich den zweiten Bonuslevel nicht erwischen. Der ist nämlich da oben. Juhu! Leck? Ich hoffe, er stört der Leck nicht. Manchmal habe ich das. Ich habe jetzt auch nicht die besten Prozesse-Voraussetzungen. Ich habe sowieso wenig Ahnung von Computer. Das darf man mir nicht übel nehmen. Ein Level schaffen wir noch. Für dieses Video. Ja, es ist lächerlich, aber... Aber mein Laptop, der kann das halt nicht so gut. Oh ja, es ist ein Laptop. Und es ist nicht der beste. War da was? Sieht nicht so aus. Bitte stört euch nicht dran, wenn ich so viel singe. Es ist einfach nur, das Spiel hat so eine hammergeile Musik. Und manchmal kann ich nicht anders. Dann muss ich mitsingen. Oh, Handy. Egal. Oh, ich hasse solche Glücksbonus-Spiele. Es wird eng. Deswegen auch nur 10 Minuten, weil... Oh Mann, leck mich! Ach schon. Okay. Wo war der zweite Bonuslevel? Da gab es noch einen? Na, es gab doch zwei. Ziemlich sicher. Na.
Tja. Verdammt. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Na, komm her. Ich brauche dich noch. Für die Donkey Kong Münze. Oh, ich glaube, ich pack's nicht. Es tut mir so leid. Es handelt sich nur noch um Stunden. Boah, verfickte Scheiße. Das gibt's doch nicht. Komm her, du Bastard. Nein, nein. Ich hab's voll verbockt. Oh, nein. Ah, cool. Also, man kann es auch so machen, wenn man es verbockt. Schön. Man findet immer wieder was Neues raus. Na gut, Leute, das war es erstmal fürs erste Video. Bis dann zum zweiten. Tschüss.